Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute gibt es endlich das erste richtige Video zu meinem China-Trip mit Huawei. Ich habe euch ja im Vorfeld versprochen, dass ich versuchen werde, diese Reise etwas zu dokumentieren und genau das habe ich gemacht. Bevor es losgeht, möchte ich aber noch kurz eine Sache ansprechen. Dieses Video hier ist jetzt quasi Teil 1. Es gibt auch noch einen Teil 2 und einen Teil 3, wobei in Teil 3 fast überwiegend eure Fragen beantwortet werden, die ihr mir eben vorher für Huawei mitgegeben habt. Es werden auch schon heute ein bis zwei Fragen beantwortet, aber wie gesagt, der Großteil eben erst in Teil 3. Wieso, das erkläre ich euch dann später. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, beziehungsweise wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst mir bitte unbedingt Feedback unten in den Kommentaren oder über den Like-Button. Je nachdem, wie dieses Video jetzt nämlich ankommt, werde ich entscheiden, ob ich auch Teil 2 und Teil 3 bringe. Wenn das Ganze gut ankommt, dann werden die Teile eben auch in den nächsten Tagen bzw. Wochen kommen. Ihr könnt natürlich auch gerne in den Kommentaren schreiben, wenn euch dieses Video nicht gefällt bzw. Videos dieser Art. Wieso erzähle ich euch das Ganze jetzt? Das soll kein Phishing for Interaction oder so irgendwie sein. Ich kann einfach schlecht einschätzen, wie so ein Video hier auf dem Kanal ankommt. Ich habe sowas überhaupt noch nie gemacht und ich bin einfach auf euer Feedback gespannt. Insofern lasst es mich wissen. Jetzt aber genug erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Meiner Meinung nach ist es ziemlich interessant geworden und ich bin auf eure Eindrücke, eure Reaktionen gespannt. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, hallo und herzlich willkommen aus Shenzhen. Ich nehme das Ganze hier jetzt schon zum zweiten Mal auf. Ich hatte vorher schon eine geniale Location vor unserem Hotel, aber irgendwie habe ich vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Ich hoffe, das läuft jetzt. Ich habe euch versprochen, ich werde diese China-Reise versuchen, etwas zu dokumentieren. Das mache ich jetzt auch. Wir stehen hier gerade auf dem Huawei Campus. Heute ist Tag 1. Gestern sind wir angereist, haben etwas ausgespannt, war ein langer Flug. Jeder, der schon mal nach China gereist ist, kennt das wahrscheinlich. Wir waren alle ziemlich fertig. Zeitverschiebung. Aber heute ist der erste offizielle richtige Tag. Was machen wir heute alles? Wir schauen uns jetzt erstmal den Huawei Campus an. Experience F1 Tour nennt sich das Ganze. Dann gibt es eine Interview-Session. Dann werden wir auch noch einen Elektronikmarkt besuchen hier in Shenzhen, den Huawei Flagship Store. Und ich bin echt schon extrem gespannt. Und jetzt gerade hier sind wir in so einem kleinen, schönen Park. Also das ist quasi, man kommt hier quasi an den Eingang des Hauptgeländes. Und dann sind hier zwei so Schilder. Einmal steht Foxconn und dann Huawei. Also alles riesig, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ja, wie gesagt, dann ist man hier in diesem Park. Der ist wunderschön mit schwarzen Schwänen und einem wunderschönen, ja, kann man fast sagen, See, Tümpel, ich weiß es nicht. Also total schön. Ich muss mich jetzt aber auf den Weg machen, weil meine Gruppe, die sind schon ganz weit weg und sonst kann ich die nicht mehr einholen. Ich nehme euch jetzt mit und wir schauen einfach mal, was wir heute so erleben werden. Unglaublich, also wir sind hier jetzt durch mit dieser Parkführung, Parktour. Es ist wirklich unglaublich schön hier, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und jetzt steigen wir dann wieder in unseren Bus ein, der hier hinten steht, weil das Gelände einfach so groß ist, dass man das hier irgendwie nicht ablaufen kann. Es ist auch total warm, wir haben hier 30 Grad und Luftfeuchtigkeit ist einfach enorm hoch, das trotz November. Die ganzen Einheimischen meinen, das ist angenehm, dieses Wetter momentan so. Wir kommen jetzt aus Deutschland mit 0 Grad und Eiseskälte, aber ist auf jeden Fall cool so und jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, was wir uns als nächstes anschauen. Wir sind hier jetzt am Eingang vom Training Center und es ist gleichzeitig auch eine Uni irgendwie für bis zu 2000 Studierende. Wer ist wir? Also ich habe hier einen Chinesen neben mir. Nein, das ist der Daniel, habe ich euch schon in meinem kurzen Ankündigung
Ankündigungsvideo erzählt. Sehr, sehr guter Kollege von mir. Wir haben gestern auch ein Video miteinander gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon online ist, aber wahrscheinlich schon. Und ja, ist total beeindruckend hier. Wir haben eben so eine kurze unsere Bustour fortgesetzt. Und es war einfach der Wahnsinn. Das ist wie so eine eigene Stadt. Es gibt Supermärkte, es gibt natürlich Wohnungen für die Mitarbeiter und extrem viele Baustellen. Also das ist wirklich wie so eine... Es wird echt überall gebaut, ne? Wahnsinn. Unglaublich. Schauen wir mal, was uns jetzt noch so erwartet. Jetzt sind wir gerade im F1 Entwicklungszentrum von Huawei und zwar im Erdgeschoss. Das ist gar nicht das Entwicklungszentrum, das ist hier einfach so ein Future Showfloor, wo Zukunftstechnologien gezeigt werden. Es geht sehr, sehr viel um 5G. Ich weiß nicht, einige wissen das vielleicht gar nicht. Huawei war ja primär überhaupt kein Smartphone-Hersteller, kein Technikhersteller, sondern also schon Technik, aber sie haben halt sehr, sehr viel im Mobilfunkbereich gemacht, Mobilfunkmasten und so weiter. Und das wird hier gezeigt. Ich muss schon etwas leise sprechen, weil man uns eben gesagt hat, so, wir sollten hier nicht zu viel filmen, weil eben es noch sehr viel um die Zukunft geht, Sachen, die noch nicht irgendwie fix sind. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall gezeigt haben. Hier sind dran quasi überall so Displays, wo das Ganze demonstriert wird. Sehr interessant, muss ich sagen, aber meiner Meinung nach halt wirklich so ein Showfloor trifft es ganz gut, so eine Sache, wo man einfach zeigen will, schaut mal, was wir machen, wie weit wir sind. Was mir fast besser gefällt als die ganzen Displays und die ganzen Infos, ist das Gebäude hier im Untergeschoss. Alles sehr weiß, sehr clean, sehr modern, sieht alles sehr schön hochwertig aus. Also ja, das weiß auf jeden Fall zu gefallen. Und jetzt bin ich gespannt, was man uns noch zeigt. Und jetzt höre ich auch auf, nicht, dass ich hier irgendwie abtransportiert werde, weil ich irgendwas leake. Ja, drückt mir die Daumen. Wir haben unsere Tour mittlerweile fortgeführt und ich stehe hier jetzt vor der Huawei-Kantine. Allgemein gibt es hier ziemlich viele Kantinen. Man hat mir auch gesagt, irgendwie Themenrestaurants, es gibt ein Illy-Café, ganz, ganz vieles. Und hier drin gibt es wirklich sehr, sehr viel Auswahl an Essen. Ich blende euch da einfach mal ein paar Sachen ein dann. Es gibt Fisch, es gibt Hähnchen, es gibt sogar Schweinefleisch, alles Mögliche. Ich habe jetzt echt schon Hunger. Und werde das jetzt einfach mal ausprobieren und schauen, wie das Ganze schmeckt. Ich freue mich und ja, ich werde jetzt einfach mal was essen. Und jetzt ging es dann doch ziemlich schnell, also gerade eben waren wir ja noch essen. Jetzt ist es schon dunkel und ich bin wieder zurück im Hotel. Ich konnte dazwischen nicht wirklich was filmen. Das hat verschiedenste Gründe. Ich erzähle euch aber jetzt einfach mal kurz, was wir den restlichen Tag noch so gemacht haben. Aber dafür würde ich sagen, setzen wir uns mal kurz hin.
Gesagt, getan, ich habe es mir jetzt hier auf der Couch bequem gemacht und ich werde euch jetzt einmal mal erzählen, was wir den gesamten Nachmittag so gemacht haben. Letzter Stand war ja, ich war in der Cafeteria, ich habe euch ein paar Bilder vom Essen eingeblendet. Das Essen war wirklich ziemlich gut. Ich habe mir sagen lassen, dass das eher eine Cafeteria ist, die ziemlich europäisch angehaucht ist. Also es gibt natürlich unterschiedliche Cafeterien da bei Huawei. Ich habe ja gesagt, das Ganze ist im Prinzip, also diese Basis in Shenzhen, dieses Headquarter ist fast eine eigene Stadt. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Plätze zum Essen, aber nichtsdestotrotz, das Essen war echt ziemlich gut. Ich bin schon gespannt, wie das jetzt dann die nächsten Tage aussehen wird, weil da werden wir immer irgendwo anders hingehen zum Mittagessen. Und dann ging es wieder auf einen oder zu einem Showfloor. Der sah ganz ähnlich aus wie der, den ich euch vorher schon gezeigt habe. Nur hieß es diesmal, wir dürfen nichts filmen. Es ging halt um Sicherheitsthemen, sage ich jetzt mal, die auch was mit dem chinesischen Staat zu tun haben. Also vor allem Big Data und so weiter. Kann ich schon verstehen, dass da irgendwie nicht gefilmt werden durfte. War aber natürlich etwas schade. Und danach ging es dann zu diesen Interview-Sessions, die ich schon angekündigt habe. Also wo wir tatsächlich mit Mitarbeitern von Huawei sprechen konnten. Das Ganze darf auch veröffentlicht werden, was da so erzählt wurde, und das mache ich jetzt mal, also zumindest die interessanten Sachen. Wir saßen da wirklich 3 Stunden und es war überwiegend ziemlich interessant, würde ich mal sagen. Ihr könnt euch das so vorstellen, es ist tatsächlich fast so wie an der Uni, wenn man irgendwie im kleineren Kreis ist. Bei mir war das so bei der Bachelorarbeit Besprechung, wo wir nur zu 20 waren, dann in so einem ganz kleinen Konferenzraum, und so war das diesmal eben auch. Wer war da? Einmal war zuerst der Executive Vice President von Huawei, also total geil, den mal kennenzulernen. Dann die Frau Director, also Direktorin, Director of Public Relations, also die Dame, die für die Public Relations verantwortlich ist. Und dann, das fand ich ganz interessant, war auch noch der President of Integrated Delivery Management. Das ist derjenige, der für die Supply Chain zuständig ist. Da, das war fast so das interessanteste Thema. Wir konnten Fragen stellen, aber wie gesagt, wir waren 20 Leute, und wenn man 3 Stunden Zeit hat und da so mehr als die Hälfte Präsentation ist und dann nur so quasi 1 Stunde, um Fragen zu stellen, könnt ihr euch vorstellen, dass ich nur 1, 2, 3 Fragen stellen durfte. Aber das waren auf jeden Fall einige, oder das waren Fragen, die sehr, sehr viele von euch gestellt haben. Ich werde euch das jetzt einfach mal so erzählen, denn einige haben gesagt, ich soll doch mal fragen, wieso Huawei seine Preisstrategie geändert hat. Also früher war es ja durchaus so, zum Beispiel bei Mate 7. Ein Huawei-Smartphone stand dafür, vergleichsweise günstig zu sein und trotzdem eine ziemlich gute Leistung zu bringen oder ein ziemlich gutes Gesamtpaket. Und jetzt ist es ja eben so, zum Beispiel jetzt auch beim Mate 9, klasse Smartphone, aber UVP 699 Euro, also schon fast in einer Liga mit Apple, Samsung und Co. Die Antwort konnte ich mir eigentlich schon fast denken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war tatsächlich so eine langfristige Strategie von Huawei. Sie haben quasi angefangen und haben versucht, den Markt oder in den Markt einzudringen, Penetration. Wer das Ganze studiert hat, der weiß, was ich meine. Also sie haben quasi versucht, durch diese günstigen Preise ihr Markenimage zu verbessern oder ein Markenimage zu kreieren und zu sagen, schaut mal, wir bauen gute Smartphones, und die dann eben nach und nach teurer gemacht, weil es ist ganz klar, nur dieser Preisbereich, so 600, 700, 500 Euro ist wirklich profitabel. Und Huawei sagt, das Ganze geht eben auch auf, also nicht, dass ihr euch wundert, ich habe mir da nur ein paar Notizen gemacht, dass ich keinen Unsinn erzähle. Das Ganze geht auf, sie haben mittlerweile einen Marktanteil weltweit, glaube ich, war das von 18,1%. 21,5% haben sie Marktanteil im Bereich von 500 bis 600 Euro. Und das Ganze ist im letzten Jahr 5% hochgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Also die Strategie scheint wirklich aufzugehen, auch wenn das einigen natürlich nicht gefällt. Kann ich total verstehen. Ich fand die Frage echt gut. Aber für all diejenigen, die eben günstige Smartphones mit trotzdem einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis haben möchten, haben sie dann eben die Honor-Untermarke gegründet. Das meinte der Mann dann auch. Also Huawei ist einfach der Meinung, es macht Sinn, 2 Marken zu haben für das Smartphone-Business, und sind damit sehr glücklich. Das war so der Hauptanteil, den ich fragen konnte. Ich habe dann auch noch eine Frage gestellt zum Thema, wieso so oft geswitcht wird zwischen AMOLED und IPS-Displays, also wieso sie so viele Smartphones mit IPS-Displays haben, aber auch manche mit AMOLED-Displays. Da hieß es dann aber, das hätte mit dem Supply Chain, also mit der Beschaffung, nicht viel zu tun, sondern das soll ich dann tatsächlich die Produktverantwortlichen fragen, die wir dann allerdings in Shanghai treffen werden,
bin ich auch schon extrem gespannt. Jetzt sind wir dann direkt nach Hause gefahren zum Hotel. Konnte ich mal wieder Shenzhen schön sehen im Bus. Gut, klar, gibt bessere Möglichkeiten als im Bus, aber man hat wirklich einiges gesehen. War etwas Stau, aber ehrlich gesagt deutlich weniger. Hier jetzt abends um, was ist es, 17 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr mittlerweile schon. Also deutlich weniger, als ich erwartet hätte. Das Verkehrssystem scheint ziemlich gut zu sein. Ja, das wollte ich euch einfach nur so nochmal zusammenfassen. Wir gehen jetzt dann erstmal Abendessen. Da werde ich die Kamera nicht mitnehmen, weil ich nicht irgendwie jemanden stören will. Und ich sag mal so, ja, glaube ich, kann jeder von euch nachvollziehen. Aber ich wollte euch das einfach nur zusammenfassen. Das war jetzt Tag 1 hier in China. Morgen steht auch wieder einiges an. Abends werden wir sogar schon weiter nach Shanghai fliegen. Morgen werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Ich habe ja vorher angekündigt, dass wir noch zu einem dieser Elektronikmärkte hier in Shenzhen gehen wollten. Das hat jetzt zeittechnisch leider nicht mehr hingehaut. Das wollen wir dann aber morgen Vormittag machen. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Bin ich schon extrem gespannt drauf. Ansonsten werde ich jetzt noch ein paar Minuten die Aussicht genießen. Ich bin hier im 36. Stock. Das Hotel, was Huawei gebucht hat, ist umwerfend total genial. Ich genieße, wenn ich Zeit habe, immer nur diese Aussicht hier. Die Skyline von Shenzhen ist wirklich absolut beeindruckend. Also ja, gefällt mir echt riesig gut. Ja, das war's von diesem Video. Das war Tag 1. Wir sehen uns dann morgen wieder.